Vergangene Woche gab es zum ersten Mal seit sehr langer Zeit kein Wort am Sonntag. Das Internet in Italien hat nicht ganz mitgespielt, aber jetzt bin ich rechtzeitig zurück. Es ist sehr viel los gewesen in der vergangenen Woche. Heute ist der 4. Juli 2022, Independence Day, und es ist Zeit für ein weiteres Wort zum Sonntag an einem leicht abgekühlten Montag. Es gab sehr viel Football zu sehen am vergangenen Wochenende in Österreich und es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was eigentlich das Main Event war. So viele spannende Spiele, so viele Entscheidungsspiele und auch sehr viele Zuschauer. Ich starte der Papierform nach bei der European League of Football. Beide österreichischen Vertreter waren im Einsatz, beide hatten Heimspiele und beide haben ihr Spiel gewonnen. Die Vikings ihr fünftes in Folge, die Raiders ihr drittes in Folge. Die Wrath of Panthers, die waren kein wirklicher Gegner für die Wikinger, muss man sagen. 30-6 gewinnen sie in der Generali Arena die Vienna Vikings und zeitgleich schlagen die Raiders Tirol den Titelverteidiger Frankfurt Galaxy mit 23-17 am Tivoli. Es ist die zweite Niederlage bereits der Galaxy in Österreich. Die haben ja auch gegen die Vikings verloren und damit wären Stand heute beide österreichischen Teams im Playoff der European League of Football. Es ist natürlich noch viel zu spielen. Nächste Woche dann reisen die Vikings nach Barcelona. Dort wartet ein 5-0-Team. Das ist die Riesenüberraschung dieser Liga. Die Barcelona Dragons hat man eigentlich als Prügelknaben vorher eingestuft. Jetzt sind sie 5-0 und jetzt wird es darum gehen, dass mit den Nagelprobe, wer setzt sich da durch, welches Team bleibt ungeschlagen, weil es sind die zwei einzigen ungeschlagenen Teams, Wien und Barcelona. Das zweite Spiel ist dann am Tivoli, die Leipzig Kings zu Gast bei den Raiders. Ich rechne ehrlich gesagt mit dem vierten Sieg in Folge für die Raiders und damit kann es dann schon in Richtung Playoffs gehen für alle. Das wäre so das Ideal, die Idealvorstellung von allen, dass die österreichischen Teams jetzt durchgewinnen, wobei das geht jetzt nicht ganz aus. Sie treffen nochmal im direkten Duell aufeinander, aber durchaus möglich, dass wir beide Österreicher ins Playoff bekommen. Im Rahmen der Veranstaltung in Wien war auch der Commissioner Patrick Summe zu Gast bei den Vikings und der hat ein recht interessantes Interview Puls 24 gegeben, wo er so generell über die Liga gerettet hat, aber sich auch sehr aufgeräumt und ich sage jetzt mal fast bußfertig gezeigt hat. Es gab ja jede Menge Kritik an der Liga, vor allem was die administrativen Mängel betrifft. Fehlende Statistiken, der Game Pass Stream, der nicht wirklich funktioniert. Generell gibt es Probleme mit dem Stream, dann fehlen Ergebnisse oder sind falsche Ergebnisse, dadurch falsche Tabellen. Und er hat gesagt, er ist sich all dieser Probleme bewusst, nannte das Kinderkrankheiten und das wird man in den Griff bekommen. Das ist einmal ein gutes Zeichen, dass der Commissioner der Sache sich bewusst ist, weil das gibt natürlich auch die Möglichkeit, besser zu werden. Und sportlich geht das schon in eine ganz gute Richtung. Und wenn das rundherum dann auch noch passt, dann haben wir eine richtig, richtig fette Liga. Was er gesagt hat, dass Istanbul nicht ganz dabei ist, ich habe so das Gefühl, das trifft auch für Stuttgart zu. Und ich hatte auch ganz ehrlich das Gefühl, bei dem Spiel von den Wrath of Panthers in Wien, dass sie nicht wirklich eine Möglichkeit haben, die Vikings zu schlagen. Aber eventuell liegt das auch an den Vikings und weniger an den anderen Teams. Vielleicht sind die Wiener jetzt, wenn sie in Fahrt kommen, so das Team to beat in der Liga. Das wirkt auf jeden Fall ein wenig so. Jedenfalls ein zufriedenstellendes Wochenende, glaube ich, für beide österreichischen Teilnehmer. Sie haben gewonnen, sie haben sehr starke Zuschauerzahlen vermeldet, 3.725 bei den Vikings, über 4.000 bei den Raiders und so kann es natürlich jetzt weitergehen. Nächste Woche, wie gesagt, Barcelona gegen Vikings, Leipzig bei den Raiders, beide Spiele live auf Puls 24 zu sehen. Tune in. Wenn wir über Zuschauerzahlen reden, gab es ein Event, das hat das Ganze nochmal getoppt. Und das fand weder in der European League of Football noch in der österreichischen Liga statt, beziehungsweise in Österreich schon, nämlich in der ACSL, College Football Sport. Über 5000 Zuschauer waren auf der Hohen Warte dabei, als die Uni Wien Emperors die TU Robots 21-6 geschlagen haben. Das Ganze live auf ORF Sport Plus, dazu komme ich später noch. Und davor gab es schon ein Vorspiel, das kleine Finale zwischen der WU und den Medizinern. Und ich habe da einige Fotos gemacht, war da oben dabei, denn mehr oder weniger den ganzen Event begonnen hat, das Ganze um 1 aufgehört hat. Das, keine Ahnung, ich bin um 9 gegangen, da war die Bude noch bummvoll. Und diese Fotos haben doch einige Menschen getriggert. Und zum einen einmal wurden Zweifel angemeldet, ob das denn wirklich 5000 waren, denn auf dem einen Foto, da fehlen Leute auf der Südtribüne und überhaupt. Na, also ich habe es nicht nachzählt, da sind schon sehr viele zu zählen. Ich hatte nur das Gefühl, und ich war ja selbst schon früher öfter auf der Hohen Warte bei Football und auch bei Fußballspielen, dass es sehr, sehr viele sind. Weil zum einen einmal beim Finale war die Südtribüne dann gut gefüllt, die Nordtribüne war mehr als gut gefüllt. Dieses recht große VIP-Zelt war knackevoll, also sind auch jede Menge VIP-Karten verkauft worden und vor allem ist etwas passiert, was normalerweise beim Football da oben und beim Fußball auch nicht passiert, nämlich im Vorraum, also man kennt ja das in der Hohen Warte, da gibt es ja diesen Vorplatz, ja, der war mal bummvoll, da waren etliche Standeln und unten rein dann zu den verschiedenen Standeln war es auch noch voll.
Das heißt, es gab ein Kommen und Gehen, da sind dann mal die WU und die Mediziner da gewesen und die sind dann gegangen nach ihrem Spiel runter was trinken und Party machen und dann sind die anderen gekommen und haben dann die Tribüne befüllt. Dann kam die Kritik, naja, aber wenn das ja so ist, die sind ja dann ja gar nicht so wie wir Football-Liebhaber in Football interessiert, sondern die sind ja nur wegen der Party hingegangen. Wenn man jetzt College-Football spielt, sieht, dann sind da 80.000, 90.000 Zuschauer. Geht davon aus, dass nicht alle 90.000 vollige Football-Fans sind, sondern ihre Uni unterstützen wollen. Die gehen auch zum Lacrosse, die gehen auch zu Track and Field, die gehen auch zum Basketball, die gehen auch zum Baseball, die gehen zu alle Sportarten, die sind dabei, die Uni unterstützen. Und natürlich, um Party zu machen, es sind Studenten. Wir kennen das vielleicht, der ein oder andere. Man macht da gern Party in der Zeit seines Lebens. Und dort ist das auch passiert, ja. Und denen werde ich das nicht zum Vorwurf machen. Wenn man dann vor allem sagt, ja, wir haben das, wir sind da anders. Ich kann mich an Zeiten erinnern auf der Hohen Warte, da waren die Prag Lions da, da waren sie hoch hinten und am Ende, im dritten Viertel, als die Backups gekommen sind, hat man ihnen Karel Gott vorgespielt und alle im Heidi gesungen. Das gleiche, Entschuldigung, Heidi, Binnemeier. Die Heidi, das waren dann die Schweizer. Die Calander Broncos sind ja auch mal gekommen und haben verloren. Denen haben wir dann Heidi vorgespielt. Oder den Stockholm Mean Machine, die Upper. Ja, und danach gab es eine riesen Fete und richtig geile Partys im Aftergame-Bereich mit Mojitos und sonstigen karibischen Getränken. Also nicht sagen, das ist jetzt nie passiert vorher. Das war eigentlich der Event der Vikings, dass man sich vorher trifft und dass man sich nachher trifft. Und das ist genau dort auch der Fall gewesen. Also wie ich gegangen bin, wie gesagt, um 9 war die Hütte immer noch voll. Bin kein Student mehr mit 24 und will mich dort nicht irgendwie als, keine Ahnung, als Vater von irgendeinem Studenten quasi bezeichnen lassen. Ich gehe dann lieber heim, ja, mit meiner Frau und mit meinen Freunden. Ja. Aber das waren so viele. Ja. Und das Ganze war live auf ORF Sport Plus und das ist eigentlich für mich noch ein extra Thema, weil ich komme jetzt einmal zum österreichischen Football, weil da war einiges los und zwar in der AFL ist der letzte Playoff-Teilnehmer gesucht. Vor dem finalen Spielwochenende hatten noch 4 Teams die Möglichkeit, das 4. und letzte Playoff-Ticket für die AFL-Saison 2022 zu lösen. Da sieht man mal, wie eng es heuer zugegangen ist und es dauerte schlussendlich bis ins letzte Spiel hinein, bis die letzte Entscheidung gefallen ist. Denn am Samstag haben sich bereits 2 Mitbewerber verabschiedet. Zum einen haben die Mödling Rangers auch ihr 2. Spiel gegen die Prag Black Panthers verloren und waren damit eliminiert. Zum anderen haben die Steel Sharks Traun sich revanchiert an den Salzburg Ducks ihr Heimspiel gewonnen und auch die Ducks waren damit draußen. It all came down to this. Sonntag in Telfs. Direktes Duell zwischen Patriots und Snowman Knights um das letzte Ticket. Und die Snowman Knights hätten mit 9 Punkten Unterschied gewinnen müssen. Schlussendlich haben aber die Telfs Patriots 14-12 gewonnen und die Cinderella Story perfekt gemacht. Gratulation an Nick Kleinhansel. Gratulation an das ganze Team, an die Organisation, was da geschaffen worden ist. Das ist großartig und jetzt kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Jetzt können nur mehr Wunder passieren und schöne Dinge passieren im Halbfinalduell gegen die Danube Dragons. Genauso gut wäre es natürlich auch eine Cinderella-Story geworden, hätten die Snowman Knights es geschafft. Die sind ja auch ein Aufsteiger. Generell können die Aufsteiger nicht ganz unzufrieden sein. Die Salzburg Ducks an 7. Stelle mit 4-6, immerhin vor den Giants, vor den Steel Sharks und vor den Raiders, werden jetzt nicht mit einem ganz schlechten Gefühl in die Offseason gehen, denke ich. Und auch die Steel Sharks, die zwar Vorletzte geworden sind, aber am Ende den Sieg über die Ducks gefeiert haben, können mit erhobenen Haupt in die Offseason gehen und sich vorbereiten auf das kommende Jahr, wo sie ja auch in der AFL sein werden. Gibt auch einen Wermutstropfen, das Spiel in Telfs betreffend, nämlich keine bewegten Bilder. Es gibt seit gut 15 Jahren Streaming auf vernünftiger Basis, auch im Football. Gibt mehrere Plattformen, die das machen. Streams, da covert die AFL, dann haben wir in der Steiermark unten Styrian Huddle, dann haben wir in Wien Eierlabel TV, die Kanuntum Legionary streamen selbst, die Steel Sharks Traun streamen selbst und. In Telfs gibt's das nicht. Und da muss man auch ein wenig den Verband in die Pflicht nehmen, denn der hat in den letzten 15 Jahren nichts getan oder zumindest nichts getan, was dazu führt, dass man eine eigene Streaming-Plattform etabliert hätte. Auf der anderen Seite hat er mit dem ORF einen Medienpartner, der einmal, ich sag's mal vorsichtig, unberechenbar geworden ist. Einmal will er nicht. Einmal zeigt er das Spiel, dann zeigt er mal Golf aus München oder Nachwuchsfußball internationalen oder Damentennis. Hatten wir in den letzten Jahren alles. Und ich verstehe es nicht ganz. Der Verband hat angekündigt, am 14. Mai geht's los, das Spiel der Woche. Das wären 7 Spielwochenenden gewesen. Ich nehme mal an, das hat man auch Partnern und Sponsoren so angeboten. Und am Ende sind es dann 3 Spiele gewesen, die man im Fernsehen gesehen hat. Weil ich kann mich erinnern, ich muss mal kurz nachschauen, was da war. Am 14. Mai war im Fernsehen Raiders gegen Rangers. Dann war 2 Wochen Pause. Dann hatten wir Patriots gegen Giants. Und dann hatten wir noch danach Vikings gegen Steel Sharks. Das Wiener Derby lief dann bereits im Stream. Da war
nichts mehr im TV oder am Schluss dann die Endphase im TV und die entscheidende Phase, die Crunch-Time, da wo es dann ums letzte Playoff-Ticket geht in der letzten Runde, die zeigt weder der ORF noch kann man sie selber zeigen, weil man keine Streaming-Plattform hat. Das ist irgendwie ein trauriges Zeugnis, dass man sich da selber ausstellt, muss man sagen, weil der ORF war ja beim Football und nimmt dadurch auch nochmal eine Wertung vor, nicht nur online, wenn er schreibt, in der AFL sind die B-Teams am Werk, meint er mit Vikings und Raiders, sondern auch, wo er hingeht. Er war bei der ACSL, war dort, wo die vielen Zuschauer waren, man kann es ihm ja nicht mal wirklich verübeln. Er geht, denkt sich halt, okay, da ist mehr Action, da habe ich vielleicht mehr Leute, die im Fernsehen aufdrehen und geht zum College Football, aber nicht zur AFL. Und in dem Fall braucht man einfach ein Backup, dass man sagt, man hat eine eigene vernünftige Video-Streaming-Plattform und kann dieses Spiel aus Delfs auf einfach streamen und dann können auch alle Zuschauer dabei, die nicht in Delfs sind, weil das hätte es eigentlich gebraucht. Dabei kann er ja streamen, der AFB, wenn er das nur will. Wie zum Beispiel die U19-EM. Da geht's bereits am Donnerstag auf der Ravelinstraße in Wien los. Um 11 Uhr spielen Frankreich gegen Schweden gegeneinander und im Anschluss dann um 15 Uhr Österreich gegen Dänemark. Das gibt's ebenso im Stream zu sehen wie die Finalspiele. Spiel um Platz 3 am Sonntag, den 10. Juli um 11 Uhr und um 15 Uhr dann hoffentlich wieder mit österreichischer Beteiligung das große Finale. Live zu sehen auf der Ravelinstraße, da gibt's Tickets bei Ö-Ticket und im Stream auf football.at. Und ebenso im Stream wird's zu sehen geben ein anderes Nationalteam, andere Nationalteams, nämlich die Damen und Herren, die sind jetzt drüben in Alabama bei den World Games und da geht's für sie am 10. Juli los mit dem Turnier im Flag-Football-Bereich und da ist Michael Eschelböck mit dabei. Da werden wir mal schauen, ob wir da die ein oder andere Info auch vor Ort bekommen werden. Alles dazu dann auf footballaustria.com. Also, Nationalteam U19 ist on the way und Flag-Football, Damen wie Herren, werden am Wochenende dann starten. Ein absolutes Highlight gab es am Wochenende auch noch in der untersten Liga in der Division 3. Die Black Valley Wild haben vor 2 Wochen ja nicht ausgesehen wie ein Playoff-Team, haben vor sich gehabt noch das Vienna Vikings Division Team als Gegner und die Klosterneuburg Broncos. Vor 2 Wochen haben sie die Vikings mit 21-14 aus dem Playoff-Rennen eliminiert und am vergangenen Sontag haben sie 36-33 bei den Klosterneuburg Broncos gewonnen und sind damit der Halbfinalgegner der Wales Huskies und da gratuliere ich jetzt schon mal ins Schwarzertal rein nach Schlögelmühl. Das war großartiger Run am Ende, mein persönliches Highlight, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt nicht dabei war, aber ich habe das Spiel der Raiders gegen die Frankfurt Galaxy kommentiert und habe da aber nebenbei am Ticker zugeschaut und freue mich schon auf die Playoffs der Division 3 und jetzt kommen wir gleich auch zu den Playoff-Paarungen, weil in einer Liga, da geht's jetzt schon am kommenden Wochenende mit den Halbfinalspielen los. Und zwar in der Division 2. In der dritten Spielklasse fallen bereits am Samstag die Entscheidungen, wer in die Iron Bowl 14 kommen wird. In Dilmitsch treffen die Styrian Reavers auf die Bluehawks um 16 Uhr und 2 Stunden später um 18 Uhr spielen die Vienna Warlords um den Finaleinzug gegen die Upper Styrian Rhinos. Achtung, Achtung, das Ganze kann nicht wie gewohnt auf der Ravelinstraße stattfinden. Aufgrund des EM-Turniers müssen die Warlords auf das Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt in Maria Enzersdorf ausweichen, um dort ihr Halbfinal-Playoff zu spielen. Alle anderen Playoffs werden dann in 2 Wochen erst gespielt werden und da schauen wir uns auch mal die Paarungen an. In der Austrian Football League werden, wie gesagt, die Telfs Patriots bei den Danube Dragons im ersten Halbfinale gastieren. Das zweite findet in Prag statt zwischen den Prag Black Panthers und den Vienna Vikings. Stand heute beide Spiele am 16. Juli. Ebenfalls am 16. Juli in der Division 1 das Duell Styrian Bears gegen Amstetten Thunder. Am Sonntag, den 17. Juli dann in Fehrwar die Enthroners gegen die Cineblacks Blue Devils. Und zu guter Letzt noch die Division 3. Auch da sind beide Spiele am Samstag, den 16. Juli jetzt angesetzt. Ebenfurt Mustangs gegen BSK Ravens und Huskies Wales gegen Black Valley Wild. Also, die Playoffs stehen vor der Tür. Am kommenden Wochenende wird sich die Division 2 entscheiden, wer ins Finale kommt. Eine Woche später werden alle anderen Entscheidungen fallen. Jetzt werden wir noch warten, werden wir zum erneuten Male U19 Europameister. Was passiert bei den World Games in den USA drüben? Bleibt Michael Eschelböck überhaupt gleich in Amerika und wartet darauf, dass die NFL-Saison losgeht? Weil das ist der 20. Sonntag von 29 ohne NFL. 20 down, 10 to go.